Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Buch, das ich zu Ende gelesen habe. Und dieses Buch schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Was ich beendet habe, ist dieses hier Im Namen der Salome. Und das ist ein Roman basierend auf historischen Hintergründen und historischen Persönlichkeiten. Dieses Buch ist im Original im amerikanischen, also im Englischen in Amerika, unter dem Namen In the Name of Salome im Jahr 2000 erschienen, 2001 dann hier in Deutschland und ab Februar 2003 dann gibt es halt in dieser Ausgabe im Taschenbuchformat. Genau, geschrieben wurde es von Julia Alves, Alvarez, genau, Alvarez. Bestimmt spreche ich den Namen falsch aus, aber okay. Die ist 1950 in der Dominikanischen Republik geboren und ist dann mit 10 Jahren mit ihren Eltern zusammen nach Amerika ausgewandert. Dort, also in Amerika, lehrte sie da noch Literatur viele Jahre und das tat sie in Vermont, wo sie auch heutzutage lebt. Sie hat auch sehr viele, also einige bekannte Romane. Ihre bekanntesten Romane sind einmal die, wie die Garcia Girls ihren Akzent verloren und die Zeit der Schmetterlinge. Schauen wir uns mal das Ganze von außen an. Also was auf jeden Fall auf Anhieb einem ins Auge fällt, ist der rote Hintergrund hinter dieser hübschen Dame. Und diese Dame fällt dann natürlich damit auch ins Auge. Ihre schwarzen Haare, die so in die Luft halt eben so gefächert werden. Ihre olivbraune Haut. Und sie hat so einen Blick, der so ein bisschen, wie soll man sagen, so zielstrebig wirkt, genau, also so einen zielstrebigen Blick, so, sie lächelt nicht, sie ist ziemlich ernst, also sie meint es ernst, was sie da gerade denkt, und ich finde, also man kann hier auch von außen so ein bisschen sehen, sie sieht halt eben so südamerikanisch aus, also sie sieht so ein bisschen, sie hat so ein bisschen so ein aztekischen, würde ich sogar sagen, so ein bisschen aussehen, so wie man es normalerweise halt in den Dokumentationen und so sieht, also ein bisschen Ureinwohner von Südamerika, so ein Äußeres, ne? So, wenn man dann halt eben so vom Rot hier absieht, sieht man dann hier oben was ganz Gegenteiliges, erstmal so einen etwas dunkleren Hintergrund und dann stehen da Blümchen in Plastikbechern. Ja, ich, wie gesagt, also halt am meisten fällt halt vom Äußeren her wirklich die Dame auf. Innen drin haben wir hier in diesem Buch 419 Seiten und die sind verteilt einmal auf einen Prolog, auf einen Teil 1, Teil 2 und einen Epilog. Der erste Teil hat genauso wie der zweite 8 Kapitel und die Kapitel fangen an mit einer Zählung. Also es gibt immer, der erste Kapitel ist dann 1 und der zweite Kapitel ist dann auf Spanisch dann 1, ne? Und die Überschriften gehen genauso. Also wenn dann auf Deutsch 1 steht, dann ist die Überschrift auch Deutsch. Und während dann halt eben im nächsten Kapitel, wenn es halt eben auf Spanisch steht, dann haben wir dann auch die Überschrift auf Spanisch. Und die Überschriften wiederholen sich. Das heißt, wir haben am Anfang die Überschrift auf Spanisch, die wir dann im letzten Kapitel dann als Überschrift auf Deutsch haben. Das heißt, wir merken hier schon alleine von den Überschriften her, dass es also halt sich ähnelt, also halt, dass die Geschichten der einzelnen Charaktere sich so ein bisschen ja, sich ähneln und beziehungsweise, dass sie so ein bisschen so sich überkreuzen, ne? So, um was geht es hier drin? Wir haben hier eine Familiensage über zwei Generationen. Einmal haben wir hier die Mutter und einmal die Tochter. Und die Figuren, die wir hier haben, gab es wirklich. Eventuell, so steht es auch hier drin, so hat auch die Frau Alvarez es halt eben auch gesagt,
sind so ein bisschen dazu erfunden, beziehungsweise so ein bisschen dazu erzählt. Aber im Allgemeinen fand alles genau, also so in etwas statt. Und natürlich kann man sich bei den Gefühlen nicht hundertfach sicher sein, ob es wirklich so war. Aber von den Aufzeichnungen, von den Erzählungen, ja, hat sie das alles hier halt eben eingebaut in dieses Buch. Die Mutter ist hier Salome Ornea. Sie lebte 1850 bis 1897 und sie war eine Poetin, also sie hat Gedichte geschrieben und das in der Revolution der Dominikanischen Republik. Das heißt, in dieser Zeit, in der sie halt eben gelebt hat, war es echt wirklich so, dass die Dominikanische Republik entweder mal zu Spanien gehört hat, mal zu Frankreich, mal war es irgendwann mal wieder unabhängig und so weiter. Und jeden Tag, so steht auch hier im Buch geschrieben, mussten sie sich unter dem Haus verstecken, halt eben im Keller, weil man nicht wusste, wer gerade wen hier angreift und wie die Lage denn so ist. Sie war auch die Lehrerin in einem Mädchen, für eine Mädchenschule. Es war halt eben zu dieser Zeit so, dass die Kirche nicht wollte, dass die Mädchen halt eben in die Schule gehen, dass sie halt eben unterrichtet werden. Sie selber wurde auch von ihrer Tante unterrichtet. Und deswegen hat sie dann auch, konnte sie auch lesen und schreiben und hat danach auch Mädchen unterrichtet. Aber es war halt eben eine ziemlich schwierige Lage. Erstmal wollte es die Kirche nicht und dann halt haben die sie auch fast gar kein Geld dafür bekommen. Oder wenn dann, nur ziemlich verspätet Geld dafür bekommen. Das heißt auch, es war halt eben knapp auch an Unterrichtsmaterialien. So, und die zweite Generation, das ist die Tochter und das ist Salome Camila Ornea, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Hernandez. Und sie lebte 1894 bis 12. September 1973. Und wer jetzt so ein bisschen zugehört hat, der stellt nämlich fest, dass die Mama nur 3 Jahre gelebt hat. Ja, also das heißt, die Tochter hatte sie nur 3 Jahre lang und dann ist die Mama halt eben verstorben. Und sie war genauso wie ihre Mama auch eine Lehrerin, nur war sie halt eine Lehrerin in den USA. Und dann, nachdem die Mama halt eben gestorben ist, musste sie dann auch ins Exil gehen, weil ihr Papa, also der Herr Hernandez, er war mal Präsident und der musste halt eben auch ins Exil gehen. Da hat er halt eben seine ganzen Familie mitgenommen, zuerst nach Kuba und dann in die USA. Und also beziehungsweise nach Kuba nur und danach ist Camila dann in die USA ausgewandert. Genau. Und sie ist dort halt eben Lehrerin gewesen, aber sie hat, und so ist es halt eben hier in diesem Buch, sie hat halt dadurch, dass sie halt ihre Mutter nicht wirklich kennengelernt hat, nur 3 Jahre, da lernt man sich ja nicht wirklich kennen, ja, sie hatte sie halt eben die ganze Zeit nicht, hängt sie sehr arg an den ganzen Gedichten von ihrer Mama. Das heißt, sie lernt durch diese Gedichte erst ihre Mama kennen. Sie lernt diese Gedichte quasi auswendig. Die Gedichte, die die Mama für ihre Brüder geschrieben hat, versucht sie dann zu umschreiben. Also, ja, aber es ist halt eben noch nicht alles. Camila ist halt wirklich, sie hat halt etwas mehr als Salome im Endeffekt hatte, aber auch Salomes Leben ist halt eben nicht wirklich einfach, also hier ist halt wirklich ziemlich viel Druck auf den Frauen, wird hier halt eben ausgeübt und man leidet mit ihnen und man freut sich mit ihnen und ja, das alles halt ist hier in diesem Buch mit drin. So, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein erstes Buch auf diese Art und Weise. Ich habe so ein Buch noch nie gelesen, noch nie so eins gelesen, was so einen biografischen Hintergrund hat. Mir war nicht klar, dass es hier sich darum geht. Ich dachte, ja, dass es halt eben so ein Frauenroman sein wird mit Familiengeneration. Aber dass es wirklich diese Frauen halt eben gab, dass sie halt wirklich präsent waren und dass sie halt wirklich, dass es hier um ihr Leben geht, das wusste ich nicht. Es hat mir halt eben echt wirklich sehr gut gefallen.
Ich habe auch 5 Sterne dafür gegeben, obwohl ich keine, also halt, obwohl die Rezensionen zu diesem Buch echt wirklich nicht gut sind. Also die meisten vergleichen das mit ihren früheren Werken und sagen, die damaligen Werke waren viel besser. So, obwohl halt die meisten nur sei ihre halt eben das halt alles mit ihren früheren Werken verbinden, ja. Vielleicht sollte man das halt eben auch nicht tun, weil ich glaube, es liegt halt, ich weiß halt nicht, inwieweit biografisch die anderen Werke sind, aber sie kann hier halt ja auch die Leben halt eben nicht irgendwie anders umändern, sonst wäre es ja halt quasi gelogen, ja. Sie würde ja Lügen erzählen, ne? Über die einzelnen, über die beiden Damen. Ja, also von daher, die Rezensionen bei Goodreads zum Beispiel sind nicht so doll, aber für mich war es halt wirklich ein sehr gutes Buch. Ich würde es auch wirklich noch einmal lesen, weil ich halt noch nicht in der Lage war, ich war nicht darauf vorbereitet, dass wir zum Beispiel am Anfang im Prolog haben wir halt eben Camillas Leben aus der Sicht einer alten, also älteren Camilla, die ist da schon 60 Jahre alt, die mit ihrer Freundin halt eben eine Fahrt machen möchte. Und dann haben wir im Teil 1, im ersten Kapitel, haben wir dann eine Junge, ein Kind, ja, was halt eben, halt, wo halt eben jemand über seine Kindheit erzählt. Und ich dachte, diese Kindheit oder derjenige, der halt über diese Kindheit erzählt, das ist halt eben Camilla, ne? Aber dem war es nicht so, denn es war eigentlich ja die Kindheit von Salome, ne? Und es ist halt eben wirklich hier so, dass hier halt die Perspektiven, wie es erzählt wird, halt eben sich wirklich ändert. Während wir, wenn wir halt eben bei Camilla sind, also im Prolog und Epilog haben wir eine Ich-Perspektive. Also beziehungsweise wir sind halt eben bei Camilla, Prolog und Epilog. Und wenn wir aber in den beiden Teilen, wenn wir dann bei Camilla sind, sind wir aus einer Erzählerperspektive. Während wenn wir bei Salome sind, sind wir aus der Ich-Perspektive. Also das heißt, in den Kapiteln, bei denen es um Salome geht, erzählt sie halt eben quasi ihre Geschichte selber, während Camillas Geschichte von jemandem erzählt wird. Das ist ein bisschen, das hat mich echt wirklich so ein bisschen durcheinander gebracht. Es hat auch so ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich habe erstmal, ich glaube, erst beim Teil 1, beim zweiten Kapitel habe ich gemerkt, okay, da läuft irgendwas ganz anders. Schon alleine deswegen, weil man sich halt eben darauf einstellen muss, dass die Leben nicht parallel laufen. Das heißt, wir fangen mit einer 60-jährigen Camilla an, ja, und laufen dann auf ihre Kindheit zu, während wir bei Salome in der Kindheit anfangen und dann in das Ältersein beziehungsweise in ihre letzten Tage hinlaufen, ne? So, und das heißt, es läuft nicht parallel, sondern es läuft so entgegengesetzt, ne? Also die Erzählungen der Tochter geht halt von Erwachsenensein in die Kindheit zurück, während von Salome halt wirklich in die Kindheit, ins Erwachsenensein geht. So, ja. Würde ich das Buch weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Und das Buch wird auf jeden Fall hier bleiben. Das ist wirklich jetzt das erste Buch. Nein, das ist wirklich, also ich habe ja davor, dieses Buch habe ich ja von meiner Nachbarin bekommen. Die gibt mir ja, also was heißt sie gibt? Sie stellt halt eben Bücher raus, die jeder sich wegnehmen kann. Und ich habe dieses Buch damals weggenommen. Und davor hatte ich auch ein Buch von ihr gelesen, Sommerprickeln hieß es. Genau, das habe ich genommen. Aber ich bin halt eben zu dem Entschluss gekommen, zum Beispiel Sommerprickeln auszusortieren, sobald wie möglich. Im Moment habe ich noch gar keinen Platz, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viele Bücher bei mir reinpassen, weil meine Regale noch nicht da sind. Deswegen sind wir immer noch so. Hier auf jeden Fall, Sommerprickeln wird wahrscheinlich ausziehen, aber das hier ist halt eben das erste Buch, was ich gelesen habe, was auch von diesen Büchern kommt. Die meine Nachbarin mir gegeben hat, die auch schon älter sind, die nicht mehr bei BookTube oder bei Bookstagram gezeigt werden, von dem ich sagen muss, von dem Buch, von dem ich sagen muss, dass ich es auf jeden Fall behalten werde und es auch lesen werde.
nochmal lesen werde, weil ich nämlich weiß, wie die Frau Alvarez es halt eben geschrieben hat. Und dann werde ich halt eben auch nicht mehr so durcheinander kommen. Ne? Das ist das, was mir halt eben, ja, so ein bisschen so, was mich durcheinander gebracht hat. Und wahrscheinlich werde ich auch beim zweiten Mal mir einiges markieren. Ich wollte es auch beim ersten Mal markieren, aber ich wusste nicht, ob es sich lohnt oder nicht, ob ich das Buch behalte. Wenn ich es halt nicht behalten hätte, hätte ich das halt eben die Markierungen wegmachen müssen. Deswegen dachte ich, okay, ich lese es jetzt das erste Mal, ohne zu wissen, ob ich es behalte. Und wenn ich es beim zweiten Mal dann lesen würde, das rereaden würde, dann würde ich mir da auf jeden Fall einiges markieren. Denn das sind sowohl ziemlich gute Sprüche, so auch so Auszüge aus Salomis Gedichtbändern vorhanden, die wirklich sehr toll sind. Genau. So, mein Sohn gibt jetzt hier sein Konzert und das heißt, ich muss mich dann verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Egal, ob jemand nun nur auf historische Bücher steht oder auf so Familiensagen. Auf jeden Fall, wir sind hier sehr starke Frauen. Und ja, es wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an euch. Wenn ihr also Lust habt auf starke Frauen mit ziemlich viel Trubel im Hintergrund, dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Tschüss!